Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Es ist wieder ein paar Tage her, will ich mich für entschuldigen. Am Donnerstag konnte ich dann auch tatsächlich wieder relativ normal sprechen. Ich war furchtbar erkältet. Irgendwie wurde ich diese Erkältung wochenlang nicht los. Furchtbare Sache. Jetzt allerdings habe ich ein paar Tage Pause gemacht. Muss ich zugeben. Einfach weil es entspannter für mich war. Und Freitag, Samstag dann noch Videos raushauen, das fand ich, hat sich jetzt nicht ganz so gelohnt. So. Und mir hat hier jemand geschrieben, Hakurio war's. Hier war ich ja schon drin. Aber ich guck gerne nochmal kurz nach. Da war ja nur Krempel in jener Truhe. Und das ist auch so das Einzige, wo überhaupt was war. Ah, die nehme ich gerne mal mit. Ne? Ja, das war wirklich so das Einzige, wo wirklich was drin war in diesem Haus. Ich überlege gerade, ob ich nochmal schlafen will, aber ich glaube, das will ich gar nicht. Ich lasse mir hier mal einen Slot im Inventar frei. Ach, genau. Moment. Okay, das hat man jetzt gehört, tut mir leid. Hoppala. Da war ich nicht mehr schnell genug am Drücker. Huch. Nee, aber ist doof, wenn man erkältet ist und dann aufnehmen will. Macht tatsächlich überhaupt gar keinen Spaß und vor allem hat mir die Stimme gefehlt. Und überhaupt reden hat mir keinen Spaß gemacht. Es tat sogar weh. Dementsprechend, ja. Sorry, dass doch nichts kam. Ah, aua. Entschuldigung, Pferd. Es tut mir leid. Ui, jetzt müssen wir uns echt beeilen. Ja. Und so Themen, die ich nochmal anschneiden wollte, habe ich mir jetzt eigentlich gar nicht so richtig zurechtgelegt. Das Einzige, was mir wirklich mal einfiele, wäre was zum Thema Flüchtlinge. Auch wenn das Thema ein bisschen breit getrampelt wird. Aber ich finde auch, dass das in letzter Zeit wirklich ein relevantes Thema ist. Und dementsprechend gebe ich nochmal meine 2 Minuten Senf dazu. Ja, es ist einfach so, es gibt verdammt viele Flüchtlinge in letzter Zeit. Und ja, da muss man sich einfach mal Gedanken zu machen, ob man will oder nicht. Ist einfach so. Und so wie ich die Sache sehe, ist es einfach so. Klar, man sollte Flüchtlinge aufnehmen, einfach weil es das Menschliche ist. Das auf jeden Fall. Jeder, der was anderes behauptet, ist eine fiese Möb. Und sollte selber mal so eine Scheiße miterlebt haben, damit er da richtig drüber urteilen kann. Finde ich persönlich, tatsächlich. Also, das ist sehr, sehr kurzsichtig und asozial. Ja, was heißt asozial? Wenn man sich die Situation anguckt, dann kommt man, glaube ich, selber auf den Gedanken, dass man die Leute mal, ne, mitmachen lassen sollte. So, ich habe noch massig Ton. Es ist einfach so. Die armen Leute haben scheiße viel durchgemacht und es macht keinen Spaß. Ja. Andererseits gibt es tatsächlich auch Fälle, wo sich besagte Einwanderer tatsächlich daneben benehmen. Das ist aber selten. Das ist verdammt selten. Sowas führt dann... Oh, was mache ich denn da? Und sowas führt dann aber leider auch dazu, dass Leute zum Beispiel auf Facebook und Twitter sagen, ja, die machen halt Terz und so weiter. Die wollen wir hier nicht haben. Das ist Verallgemeinerung, das darf man nicht machen. Das darf man niemals machen. Das ist gefährlich. Nur weil eine Handvoll von denen gesagt hat, ja komm, lass uns mal hier randalieren und so eine Kacke. Hatte ich hier nicht schon viel weitergebaut? Was? Hatte ich nicht schon weitergebaut? Die andere Seite war doch schon fertig. Eine Sekunde. Was mache ich denn da? Ist aber die richtige. Habe ich in der Kopie gebaut? Nee. Was zum Teufel? Ich habe doch weiter gebaut als... Hat er... meinen Spielstand irgendwie gekillt.
Ich hatte doch hier... Was? Ich hatte doch hier schon die Seite fertig, oder nicht? Bin ich gerade blöd? Muss ich gleich nochmal die letzte Folge gucken, was hier alles passiert ist. Sonst mache ich das nochmal offscreen. ja. Andererseits ist jetzt das Schwierige, was ich ansprechen will, mit dem Verallgemeinern. Die andere Seite ist halt, dass man auch bei den Flüchtlingen nicht verallgemeinern darf. Das heißt, wenn jemand sagt, oh, der hat sich daneben benommen, soll man auch nicht sagen, ne? Das ist ein Flüchtling, lass den mal in Ruhe, der hat, ne? Scheiß hinter sich und so weiter. Ja, aber wenn es denn stimmt, wenn es tatsächlich so ist, dass der sich ziemlich einen Unfug erlaubt hat und wirklich randaliert und gewalttätig ausgeschritten ist, sowas ist tatsächlich vorgekommen, dann sollte man auch das sagen dürfen. Punkt. Also es gilt immer ein allgemeines, also bei der Verallgemeinerung in beide Seiten muss man aufpassen, muss man höllisch aufpassen, was man tut, was man sagt, was man macht. Ist einfach so. Schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig, dieses Thema. Ja. Okay. Wollte ich nochmal gesagt haben. Also immer beide Seiten sehen. Immer gucken, was da überhaupt los ist, bevor man wirklich urteilt. Und vor allem, wenn eine Situation entsteht, wo man urteilen sollte oder muss oder will, dann sollte man auch definitiv vorher gucken, was überhaupt los ist. Das ist meine Meinung zum Thema. Ich meine, es ist ja nicht umsonst so, dass einige sagen, ach hier, die bauen doch nur Scheiße. Es gibt wirklich diese Fälle, aber wie gesagt, ist verdammt selten. Ist verdammt selten. Meiner Meinung nach, absolut, lass die Leute rein. Definitiv, jederzeit. Und ja, ist einfach menschlich, Punkt. Was anderes zu tun wäre furchtbar, ganz schlimm. Nur noch eine Kleinigkeit zum Thema illegale Einwanderer. Die gibt es nämlich auch. Und ja, da gibt es auch Gründe für, warum das illegal ist. Und das ist nicht umsonst so. Mag jetzt auch hart klingen, aber Deutschland hat seine Kapazitäten. Dementsprechend sind illegale Auswanderer teils für alle Flüchtlinge und so weiter gefährlicher und schädlicher, als dass wir einfach sagen, ja, ne, lassen wir halt noch mehr Kapazitäten frei und so weiter. Das muss man auch wieder differenzieren, ne, Leute. Muss man differenzieren. Immer differenzieren. Ansonsten, was noch... Ich kann nicht mehr bauen. Was noch Sache ist, es gibt ja... Na! Es gibt ja nicht nur Kriegsflüchtlinge. Definitiv nicht. Es gibt gerade einen Großteil der... Glaube ich, aus Mazedonien war das da? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich bin nicht so bewandert in Geschichte. Ach, Quatsch. Erdkunde. Na. Halt aus dem Nahen Osten gibt es einige... Oder Balkanstaaten? Das waren Balkanstaaten. Gibt es auch einige, die halt vor der finanziellen Lage flüchten. Und wenn man die noch zu den wenn man die noch zu den Kriegsflüchtlingen dazu zählt, dann haben wir eine Masse, die wir spätestens nicht mehr bewältigen können. Und da muss man halt gerade auch mal sagen, lasst bitte den Kriegsflüchtlingen den Vortritt. Jetzt quatsche ich ziemlich lange über dieses Thema. Hatte ich gar nicht vor. Lasst den Kriegsflüchtlingen den Vortritt, das haben die sich definitiv, was heißt verdient? Das ist einfach fair. Weil Krieg bringt dich um. Schlechte finanzielle Lage, nicht unbedingt. Ist natürlich auch furchtbar für die Leute, die da drin hängen. Aber das ist halt kein Krieg. Muss man auch mal so sehen. Ja. Ist halt so.
So. Haben wir das Thema durch? Okay, okay. Ich denke ja. So. Ja, es ist total kurios, dass das Dach hier plötzlich nicht mehr fertig ist. Ich habe doch viel weiter gebaut, oder nicht? Oh, Entschuldigung. Jetzt schnieft meine Nase ein bisschen. Ist da was? Ich putze mal ganz kurz die Nase, während ich mich hier drastischerweise verbaue. Und eine Sekunde. Ja, wie ihr merkt, ganz gesund bin ich auch nicht, aber ich habe einen Kaffee. Das ist schön. Ah, der ist heiß und lecker. Mm. Und ich fürchte, das reicht immer noch nicht völlig. Ich muss auf jeden Fall noch einiges hier machen. Ich mache aber erstmal so 40. Bam. Ihr kennt mich, erstmal vorsichtig bauen, bevor man richtig loslegt. Vor allem sind wir ja auch hier halb fertig und da komplett. So viel werden wir nicht mehr brauchen. So, aber da muss noch einer drunter. Dann haben wir ja noch Bruchstein. So. Soll mir erstmal reichen. Jawohl. Aber normalerweise ist es doch so, wenn man Minecraft normal beendet, wird die Map so oder so gespeichert. Und ein Backup habe ich jetzt auch nicht irgendwie verschoben oder so. Hm. Das hier haben wir nämlich schon mal gemacht. Keine Ahnung, das beschäftigt mich jetzt wahrscheinlich noch den ganzen Tag, wie das passieren konnte. Oder ich vertue mich einfach und habe geträumt, dass ich das Dach gebaut habe. Ich will es nicht hoffen, das wäre peinlich. Ja. Hab mich auch am Anfang eigentlich gewundert, dass ich da unten am Turm starte. Hab aber nichts gesagt. So, 1, 2, 3, 4 brauche ich noch da. Und dann sind es noch 2x24 waren es, glaube ich. 24, 25, 26. 31. Mache ich erstmal noch 30. Guck mal, wie es dann aussieht. Hm. Gucken, habe ich noch die Kapazitäten dafür? 18. Nö. Okay. Na, da haben wir noch. Und immer schön nachlegen. So. Den Treppen brauchen wir wahrscheinlich auch noch ein paar. Das sind auch nicht mehr. Doch. Doch. Mehr als wir da haben. Sehe ich gerade. Okay. Zack, zack. 30. Okay. Ich muss mir gleich nochmal das Video angucken. Ich habe nochmal ein bisschen an meiner Hardware rumgebastelt. Und ich finde auch, es läuft flüssiger. Ich habe jetzt mal deutlich mehr RAM. Noch nicht zugewiesen, wie man oben rechts sieht. Aber ich glaube, es hilft auf jeden Fall schon mal. Auf jeden Fall entlastet das meine CPU tatsächlich. Und das ist sehr, sehr gut. Kann ich viel angenehmer aufnehmen. Voll geil. Feuerheil, wa? Geule. So, jetzt muss ich gleich nochmal kurz pennen. Und ich habe mich furchtbar verrechnet, beziehungsweise die Länge verschätzt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 16, 17, 18, da hinten nochmal 19, 20, 21, 22, das heißt nochmal 24 dabei, dann haben wir's. Okay, awesome. Ich muss nochmal ganz kurz gucken. Ah, verdammt, wusste ich es doch, irgendwas klang hier leise. Ja, das ist halt, wenn ich irgendwie online spiele, auf dem Server. Ja, da muss ich ein bisschen leiser stellen, weil Minecraft sonst teilweise zu laut ist. Spätestens bei Minecraft fahren, das ist...
Was mache ich denn da? Ich wollte noch was bauen. Bei Minecraft bauen, das ist furchtbar laut. Das ist super laut. 2, 3, 4. Verdammt. Das sind 18. Das ist zu wenig. Okay. Meine Kohle erschöpft sich auch noch nicht. Das ist sehr schön. Da haben wir noch einiges im Petto. So. 24. Da kriegen wir noch einiges getan heute. Das ist der Traum. Ach, und das hier kann ich ja eigentlich schon mal dann zumachen. So. Okay. Ja, wunderbar. Huch. Oh. Fast übersehen. So, jetzt sind es noch 16. Das könnte, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe, genau hinhauen. Oder zwei fehlen noch. Nee, das sieht gut aus. Ach, wunderbar. Einer fehlt noch. Oh, einer fehlt noch. Hier drunter direkt. Aber da fehlen auch noch zwei. Das heißt, ich muss noch einmal 6 machen. Und Treppen... Nee, Treppen brauchen wir viel, viel mehr. Alter. Das ist doch unlustig. Das ist doch richtig unlustig. Ja. Das ist doch... Es geht voran, aber wir müssen definitiv nochmal farmen. Okay. Weiß ich Bescheid. Okay. Ich mache mir dann tatsächlich nur noch mal Sorgen um meine Kohlen. Das ist nämlich dann 2, 3, 4, wenn ich noch mal so eine Lieferung Lehm bearbeiten möchte. Das geht auf ein Lehm. Aber schwerst. Aber ich meine, die Folge ist ja sowieso fast vorbei und uns geht gerade der Lehm aus. Dann weiß ich genau, was ich nächste Folge machen werde. So wie die verlorene Aufnahme. Werde ich denselben Sumpf nehmen und dieselbe Technik und das auch nochmal direkt zeigen. Das ist super cool. Aber das habe ich ja eigentlich schon gezeigt, den Trick mit der Tür. Und noch ein, komm. 60 Ziege ist awesome. Huch. So. Einmal das brauche ich. Der Rest wird zu Treppen verarbeitet. Bam, 16 Stück, das ist... Uiuiui. Ich kann mich gar nicht mehr halten. Nee, da hatte ich wirklich komplett alles leer. Okay. Dann werde ich jetzt gerade nochmal diese Dinger hier anbringen und ja. Dann war es das, glaube ich, schon für diese Folge. Dementsprechend werde ich mal meine 23 Sekunden Timer stoppen. Huch. 16 Stück. Dann machen wir wieder 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hier. Huch! Nee, das sieht doof aus. 2, 3, 4. Okay. Eine Sache muss ich jetzt doch nochmal gucken. Kann ich eigentlich von hier aus machen? Ui. Ich hatte keinen Außenschornstein eingebaut. Nein! Okay. Dann sollte ich das nämlich noch erledigen. Wie habe ich das denn gemacht? Und von da 3 Stück. Okay.
Nee. Mache ich nämlich noch gerade. Oh je. Das tut mir jetzt leid. Aber da kommt ein Kamin vor. 1, 2, 3. Das heißt exakt dort. Das ist keine Axt. Habe ich noch eine Axt dabei? Nö. Dann tut's mir leid. So. Mauern habe ich auch nicht dabei. Das hätte mich auch gewundert, tatsächlich. So, genau hier. Plöpp, plöpp, plöpp. So. Dann muss definitiv hier noch ein bisschen Füllung. Und dann haben wir's. Das Einzige, was ich jetzt noch anbringen werde, ist der hier. Plöpp. Und entsprechend natürlich noch das hier. Okay. Ja, Leute, das war's dann für diese Folge von mir, von Minecraft. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Und natürlich, dass es euch gefallen hat, das würde ich mich auch freuen. Und schaltet gerne wieder ein, wenn wir hier weiterbauen. Oder nächstes Mal halt ein bisschen farmen gehen. Alles klar, bis dahin einen wunderschönen Tag. Tschüss!